Hello again. Ich fange gleich an, Arten von Rentnern. Look out. Wenn man eben keine Freunde und keine Hobbys hat, guckt man eben aus dem Fenster. Es ist nur ein bisschen gruselig, vom Tod beobachtet zu werden. Der Senile. Und zwar der Supersenile. Dinge, die ich niemandem wünsche, erst recht nicht euch. Dass das Gehirn so Pudding ist und man nur Quark redet. Aber es gibt sie, es ist traurig, aber wahr. Sup, nächste Art. Der Nachholer. Nach Jahren. Harte Arbeit in den Säureminen. Wie man eben einiges nachholen. Bungee-Jumping, LSD nehmen und mit einem Zahnstocher bewaffnet Frieden nach Nordkorea bringen. Und ja, ich weiß, ich sehe hier gerade ein Spacewalks-Video. Bitte, liebes YouTube, bitte, banne mich nicht. Das sind nur meine Lieblings-YouTuber, meine Idole. Aber komm mit der nächsten Art. Der Jung gebliebene. Gibt es echt, es gibt alte Menschen, die da oben so vor so jung sind. Das ist voll geil. Vor allem, weil man denen nicht erklären muss, wie das Handy funktioniert. Das wissen das nämlich. Und zwar so gut, dass sie es sogar dir erklären können. Was habe ich denn noch für Arten? Ach ja, genau. Der Entzugsstörer. Ich weiß nicht, was manchmal in alten Menschen vorgeht. Ich glaube, ihr wisst eh, worum es geht. Ich frage mich vor allem, was geht in solchen Menschen eigentlich vor? Die Jungs sind zu mir, da hat Kopfhörer auf. Ich bin mir sicher, ältere Menschen für mein Leben und wie auch ich. Nachts aufs Klo gehe und was liegt her, das eben. Toleranz 5 und wer nicht eingeschlagen hat, ist ein intoleranter Arsch. Die Kohlen. Es gibt echt da draußen Rentner, die sind dreimal so alt wie ich und dreimal so cool. Oh yeah. Und das war die letzte Art in diesem Video, der Fitnessgott. Es gibt alte Menschen wirklich da draußen, die im Fitnessstudio sind und die den Körper von He-Man haben. Da kommt mein Gehirn nicht mit. Echt nicht. So, Ende vom Video. Wenn euch noch mehr Arten von Rentnern einfallen, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Generell könnt ihr die Dinge in die Kommentare schreiben. Auch was ich nur so machen soll an Vorschlägen. Also, auch was ich. Ich kann offenbar nicht sprechen. Also. Wenn ihr eine Idee habt, was ich hier noch so machen soll, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Ich lese die nämlich wirklich regel und mäßig. Dann nein, ich lese die wirklich. Ihr könnt mir Vorschläge reinschreiben über Formate, für Formate, über die ich reden soll oder Arten von oder sonst noch was. Ich mache das auch. Okay, außer der Vorschlag, dass ich mich löschen soll. Denn das tue ich nicht. Mir bleibt auch gar nicht mehr zu sagen als Geronimo.